Liebe Turnerin, ich habe ein paar Sprint- und Sprungübungen für euch zusammengestellt. Denn ihr wisst ja, wer schneller läuft und höher springt, bleibt Sieger in der Turnhalle. Komm mit, auf geht's! Ich zeige euch ein paar Übungen aus dem Sprint-ABC und danach noch einige gute Sprungkraftübungen. Dazu braucht ihr nur eine kleine Strecke von ungefähr 15 Metern, auf der fast alle Übungen funktionieren. Ich messe die mir einfach aus, indem ich 15 mittelgroße Schritte mache und ihr macht dann einfach 15 richtig große Schritte und dann habt ihr die Strecke. So, hier sind 15 große Schritte, also ungefähr 15 Meter. Macht ihr einen Kreidestrich, dann habt ihr schon eure Strecke für Übung gleich. Ich zeige euch jetzt die wichtigsten Dehnübungen, die ihr vor dem Sprint machen solltet. Ich weiß, ihr seid super gedehnt, trotzdem gibt es ein paar Spezialübungen, die zeige ich euch kurz. Am wichtigsten ist die Dehnung für den Oberschenkel. Den dehnt ihr am besten so, indem ihr euch hinstellt und einen Oberschenkel in die Hand nehmt und dann die Ferse an den Po zieht. Und gleichzeitig ist das auch eine Gleichgewichtsübung, bei der ihr euch ein bisschen konzentrieren müsst, ruhig zu stehen. Das macht ihr ungefähr 10 bis 12 Sekunden und dann nehmt ihr die andere Seite. Die Dehnung der Wade. Die mache ich gerne so, dass ihr euch eine Mauer sucht, einen Zaun oder eine Wand und dann dehnt ihr die Wade, indem ihr das hintere Bein so ausstreckt wie ich. 10 bis 12 Sekunden reichen, müsst das nicht ewig machen, es geht nur darum, dass man sich nicht zerrt. Eine Dehnung für den hinteren Oberschenkel, die mache ich immer so, dass ich Beine so über Kreuz stelle, dann runtergehe, kurz auslockern und wechseln. Beim Sprinten sind 3 bis 4 Sachen besonders wichtig, und zwar genau wie beim Turnen die Körperspannung. Ihr müsst immer gespannt sein, das heißt beim Sprint drückt sich das zum Beispiel darin aus, dass ihr am besten die Finger voll durchstreckt und immer versucht, sehr groß zu sein. Das heißt, die Hüfte ist immer hoch. Das zweite, was wichtig ist, ist, wenn ihr sprintet, dass ihr auf dem Ballen, auf dem Vorderfuß lauft. Ja, der Vorderfuß setzt immer so auf und greift aktiv. Was ihr beachten solltet, ist auch, dass euer Kopf, dass der geradeaus ist, nicht im Nacken, nicht auf der Brust, sondern gerade. Jetzt kommt nochmal die Armbewegung unter die Lupe. Wichtig ist, ihr müsst die Finger gestreckt lassen für die volle Spannung und einen 90-Grad-Winkel bilden mit eurem Arm. Der Oberkörper muss gerade sein. Und wenn ihr das richtig macht mit dem 90-Grad-Winkel, dann könnt ihr euch so wie ich gleich mal hinsetzen und die Armbewegung schnell auf den Boden machen. Ihr werdet sehen, wenn man das im 90-Grad-Winkel hat, berühren die Finger nicht den Boden oder nur ein ganz bisschen. Ich mach's euch vor. Ich zeige euch das mit der richtigen Armhaltung nochmal von vorne. Die Arme sollen nämlich genau gerade geführt werden, parallel zum Körper und nicht schlenkern, nicht etwa so, das ist falsch. Und das könnt ihr auch an dieser Übung merken. Wenn ihr das so macht, habt ihr relativ wenig Geruckel. Angenommen, ihr fangt an zu schlenkern, geratet ihr total aus dem Gleichgewicht. Und das wollt ihr auch beim Sprint nicht haben. Also, so geht die richtige Armführung.